Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge A Plague Tale Innocent hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind endlich beim Schloss. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir doch mal gucken, was in diesem Schloss so drin ist. Hallöchen Kollege, hier noch was zu looten? Nö, okay, dann düsen wir mal durch. Einmal kauern und schauen, okay. Ha, unglaublich. Ja, sieht relativ cool aus, wenn man was sieht. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Ja, das fragt man sich dann auch. Vor allem, das hat ein bisschen was von einer Schlangengrube. Früher hatte man die Leute ja unter anderem auch umgebracht, indem man sie in Schlangengruben schmiss. Ich weiß nicht, was unangenehmer ist. Schlangen oder Ratten in dieser Masse? Auf alle Fälle, ja, so geht das schon mal nicht. Wie kommen wir denn hier lang? Da ist eine Tür. Verschlossen. Habe ich fast vermutet. Das ist was für Melly. Ach nee, ist nichts für Melly. Oder Moment, doch, Miku. Kannst du das übernehmen? Ja, das Schloss sehr gut. Ist ganz schön alt. Da hat sich was bewegt. Was hat sich da bewegt? Definiere, da hat sich was bewegt. Okay, war doch wohl nur die Tür, da bin ich ja beruhigt. Kann ich da nichts mitnehmen? Nein? Anscheinend haben sich hier alle versammelt. Da, ein Feuerbecken. Ob ich es anzünden kann? So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut. Komm, Hugo. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Okay, das ist ja ein richtiges Labyrinth. Ich würde mal sagen, hier müssen wir wohl mal wieder diesen hier machen. Los. Da hinten haben wir Stöcke. Chateau d'Ambrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Ja, hoffen wir mal. Sie bewegen sich. Okay, das ist schon mal richtig, dass sie sich bewegen. Das freut mich. Das ist eigentlich die Grundidee gewesen. Dann kommen wir da nämlich schon mal runter. Da haben wir eine Leiter. Das ist auch positiv. Okay, jetzt wir ist aber halt... den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Und Hugo? Dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Okay, die sitzen hier und warten. Ich hoffe, Hugo kriegt nicht wieder eine Panikattacke. Das wäre natürlich dann eher blöd. So, hier unten wären wir mal. Das ist doch schon mal ein Schritt in die Zukunft. Jetzt haben wir hier die Stöcke. Dann haben wir hier ein Feuer. Das heißt, ja, da hinten wieder entzünden. Hier können wir nicht viel machen. Oder wir könnten in die Richtung können wir auch nicht. Das ist eine Grube. Ja gut, dann entzünden wir mal das da hinten. Ich brauche... dieses hier. Ne, brauche ich doch nicht. Mit welchem entzündet man? Mit dem hier, das ist die starke Lichtquelle. Ignifer, habe ich doch eigentlich gemacht. Haben wir keinen Ignifer mehr oder habe ich falsch gewählt? Ich glaube, ich habe falsch gewählt gehabt. Hinter dir liegt was zum Anzünden. Ah, ja. Ja, dankeschön für den Hinweis. Haben wir zwar schon gesehen, aber kann ja nicht schaden. Wenn man es nochmal weiß, sie rennt halt nicht, wenn sie eine Fackel trägt. Das ist immer ein bisschen blöd. Ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. Weil genau dann, wenn es nötig wäre, dass man rennt, genau dann rennt sie nicht. Naja gut, jetzt kommen wir hier hoch. Ab aufs Türmchen. Ohne Melly werde ich es nicht schieben können. Schieben können? Das kannst du nicht schieben oder wie, was, wo? Werden wir gleich rausfinden. Wir schnappen hier erstmal nochmal ein bisschen Schwefel. E. Und das jetzt irgendwie drehen, oder was muss ich da? Hey, seht mal! Aha! Oh. Na, das ist ja schon mal praktisch. Da kriegen wir die doch alle in die Grube rein. Dann wäre hier soweit Ruhe. Also, jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. Mhm. Zur Sammlung. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Eieiei. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. Sie kann es nicht lassen mit ihren adligen Witzen. Oh. So, feste, feste, feste. Wir haben ja noch ein paar Ratten. Was haben wir hier? Wieder drehen? Okay. Gut, die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Und okay. Sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Echt jetzt? Ich muss runtergehen? Da muss ich aber das Ding hier erstmal entzünden, sonst wird das nichts mit runtergehen. Wir entzünden mal. Okay, und dann komme ich hier runter. Und was möchtest du jetzt hier unten genau sehen?
Im Prinzip muss das Ding einfach darüber. Moment, ich drehe mal. Ich verstehe nicht ganz, was sie jetzt da gehabt haben, aber wir müssen halt mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Na, klappt doch. Okay, die hätten wir dann da hinten. Fallen die da auch immer runter? Ich hoffe es mal. Jetzt kommt das zurück, wenn ich loslasse. Und treibt die Ratten. Wohin treibt es die Ratten? Da rein. Ja, ich hoffe mal, die hier zählen nicht. Ah gut, nee, die Reister fliegt jetzt halt hier runter. Ach nee, das funktioniert so irgendwie nicht. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Dann kommen sie wieder raus. Gibt es da eine andere Möglichkeit? Mal gucken, mal gucken. Ja, hier nicht wirklich. Okay, wenn ich da runtergehe, was bringt das denn? Das Ding brennt ja. Also da habe ich meine Ruhe. Aber ich komme dann da vorne nicht weiter. Ich gehe trotzdem mal gucken. Vielleicht gibt es da was, was von... Ich lege mein Leben in deine Hände. Ja, vielleicht gibt es da... Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Vielleicht gibt es da irgendwo was, was ich entzünden kann. Nö, nö, nö. Da gibt es irgendwie nichts. Oder sehe ich es aber nicht? Nee, da ist nichts, was ich entzünden kann. Ja gut, du müsstest jetzt schieben. Das ist natürlich auch eine Idee. Denkst du, du kriegst das hin? Na schön. Oh, aha, okay, und jetzt hinterher, gut. Eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut, ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Wall hochklettern. Dann hoch ja. Mit dir. Wir machen erstmal Feuer. Okay. Wir alle werden in Sicherheit sein. Das funktioniert aber nicht. Komme ich hier hoch? Nee, komme ich nicht. Okay, wie komme ich denn jetzt da rein? Ist da noch mal was ich entzünden kann? Da hinten ist noch was. Okay, dann kann ich hier hin. Muss aber ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in die Ratten reinlatsche. Okay, dann sind die weg. Ja, das passt schon mal. Dann kann ich nämlich hier hoch. Ah, nicht zurückspringen. Einfach klettern. So, hier diesen. Und dann werden wir hier natürlich noch mitnehmen, was wir mitnehmen können. Ganz klar, hier oben liegt auch noch was. Das haben wir aber alles. Das führt mich zum Gedanken. Wir könnten eigentlich mal wieder, ja, ein bisschen Ignifer herstellen. So, dann können wir hier nämlich wieder zuschlagen. Sehr gut. Ja, mit dem dann zurück. Ich gucke aber nochmal schnell, was wir hier sonst noch alles haben. Man weiß ja nie, ob man nicht nochmal hierher zurückkommt und dann, ja, dann fehlen die Sachen. Hier mal eine Kiste oder so wäre schön. Denkst du, hier ist keine Kiste? Ah! Doch, da ist eine Kiste. Sauber, nehmen wir natürlich alles mit. Besten Dank. So, und jetzt schnell gucken, wie das geht. Im Prinzip einfach das Ding wieder zurückdrehen. Dann fallen die dann in eine Grube rein. Aber sie sind zumindest weg. Also es kann ja eigentlich nur mit dem Teil funktionieren. Die da hinten, die sind halt auch noch im Weg. Was passiert denn, wenn ich einfach mal das Teil hier schiebe? Ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Ach ja, je. Ich bin sowieso schon klitschnass. Okay, wir schieben mal, wir schieben mal. Reicht das oder soll ich weiterschieben? Das ist halt schon die Frage, wie das funktionieren soll. Ich schiebe mal so weit ich kann und dann gucke ich, was sich da irgendwie anbietet. Okay, das wäre dann wahrscheinlich jetzt hier dann langsam Feierabend, das Ganze. So, das war wieder ein Deutsch. Entschuldigung dafür. Na bitte, rein in die Grube mit euch. Ja, perfekt. Echt? Geschafft. Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Okay, die sind weg. Okay, das hat im Zusammenspiel hat's funktioniert. Ich muss zurück zur Leiter. Ich nehme mal an, das wäre die hier hinten. Ach, da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Okay. Wir brauchen das Feuerbecken. Dann rennen wir wieder zurück. Nehmen wir das Feuerbecken wieder mit. So. Also gut. Einmal diesen. Auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja. Alles klar, Hugo. Oh. Aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Ja, viel Glück. Ja, das geht bestimmt in die Knochen. Das kann ich mir vorstellen. Das gibt Muskelkater.
So, ist mir noch nicht ganz klar, wie das gehen soll, aber ich glaube, ja, wenn wir da hochklettern, können wir da wieder am Rad drehen. Das ist immer gut am Rad drehen. Im Zweifelsfalle einfach einmal am Rad drehen. So, wo sind die Viecher? Da. Ja, dann kann ich hier nämlich wieder runter. Kann ich sogar mit Springen machen. Okay. Da tut sie sich nicht mal weh. Das ist beruhigend. Aha, da steht sie schon. Sehr gut. Ich wäre soweit. Hey, und einmal Hilfe und Dankeschön. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Ja, dann machen wir das mal. Da haben wir ja schon ein bisschen Übung drin. Eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstohlene. Das scheint wohl am Arsch. Du hast so viele Bücher gelesen. Ich... Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Ich komme runter, höre ich da schon wieder. Ich muss mal gucken, wie was wo. Was drehen wir mit dem Rad? Muss man wahrscheinlich einfach mal ausprobieren. Das da hinten ist uninteressant. Ich drehe mal das Rad hier. Dann sehe ich ja, was passiert. Aha, okay. Ist eigentlich klar. Das bringt herzlich wenig. Gut, dann lassen wir das. Wobei, sie hätte gesagt, wir brauchen das Teil. Aber, ja. Na gut, dann müssen wir hier drehen. Was passiert denn? Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Was passiert denn, wenn sie hier dreht? Kann ich da irgendwie mit Q? Nein. Okay, runter. Muss ich hier nochmal? Wenn ich das nochmal nach da hinten drehe? Erinnert mich irgendwie an, es gab doch mal, oh Gott, was war das denn für ein Spiel, wo man so mit Wasserleitungen rum experimentieren musste, dass das Wasser dann durchfließt. Gut, das gibt es natürlich auch mit Elektrizität, ist ganz klar. Aber das hat irgendwie was Ähnliches. Ja, irgendwie, das bringt herzlich wenig. Ist mir gerade schleierhaft, wie sie das hier anstellen will. Was müssen wir denn machen? Die Ratten müssen eigentlich von hier nach da hinten. Bringt das was, dann kämen wir da durch? Sie hätte gesagt, sie muss nochmal runter. Das bereitet mir ein bisschen Sorgen. Muss ich hier tatsächlich nochmal runter? Was soll das bringen? Eigentlich nicht viel. Muss ich irgendwas entzünden? Ich würde glatt was entzünden, wenn es was zu entzünden gäbe. Nee. Weil sie steht da im Weg. Also, warum steht sie da im Weg? Ich glaube, ich muss tatsächlich nochmal runter. Die Frage ist, wohin runter? Ich gehe mal runter. Mal gucken, ob das was bringt. Weil es hieß ja, wir müssen nochmal runter, dann machen wir das natürlich einfach mal. So, okay. Jetzt laufe ich nach hier vorn. Dann wird sie uns wahrscheinlich schon sagen, was wie wo. Oder kann ich sie jetzt anweisen? Was war das? Nichts. Aha. Nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Ja, das hätte natürlich was. Irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Tja, Amicia, die Amazone. Erzähl ihnen doch eine Geschichte. Sehr witzig. Okay, jetzt habe ich nicht gehört, wie was wo. Da komme ich nicht rüber. Blöd. Könnt ihr das Gespräch bitte nochmal wiederholen? Da hinten sind Stöcke. Ja, ist eigentlich klar. Da müssen wir einmal diesen hier. Moment, falsch. Ich brauche dich hier. Dann werden wir das mal entzünden. Dann sind sie weg und dann habe ich da eben wieder Stöcke. Ja, so kriegen wir die natürlich schon nach vorn. Okay, wenn ich den Stock habe. Amicia, Schluss mit der Träumerei. Du musst mir das Feuerbecken zurückschicken. Was muss ich? Welches Feuerbecken zurückschicken? Du kannst doch jetzt das hier... Moment, ich nehme mal. Und dann gehen wir mal gucken. So, wenn wir jetzt hier lang düsen und dort bei der Leiter raufgehen, dann können wir es vielleicht zurückschicken. Return to Sender. So, schmeiß weg und klettern. Dankeschön. Jetzt müssen wir hier eigentlich wieder ein Rad haben. Sehe ich das richtig? Aha, nee, mit dem Teil kann ich das machen. Da kann ich sie sozusagen aufwischen. Wir wischen mal. Ja, aber erstmal nochmal looten. So, kann ich hier hinten auch nochmal looten? Würde ich klar tun. Hemmungslos. Nee, hier ist nichts mehr.
Gut, wenn ich hier jetzt drehe, ja, dann verschwinden die dort in der Grube, würde ich sagen. Und dann haben wir auf der anderen Seite da hinten noch welche. Ne, die verschwinden auch nicht in der Grube. Die gehen dann darüber. Ja, Moment, da ist irgendwie ein Fehler drin. Das müssen wir anders machen. Wir müssen tatsächlich... Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ah, nee, das geht. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Ah, bestens. Dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. Genau. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Coole Dialoge. Ja, war's das? Das müsste eigentlich so weit gewesen sein. Kommt sie jetzt rüber oder wo ist sie? Ich sehe sie gerade nicht. Junge Dame, wo sind sie? Also die Ratten sind weg, oder habe ich da irgendwas übersehen? Das heißt, wir hätten hier freien Zugang. Aber ich sehe sie tatsächlich nicht. Wir können ja mal... Ne, Y funktioniert nicht. Da hinten ist das Tor, da müssen wir eigentlich rein. Ja, kann ich nicht mehr mitnehmen, okay. Also müssen sie da eigentlich hierher kommen. Verschlossen. Ja, da müssten halt eben die Mädels kommen. Ist sie da hinten? Ich sehe da weit entfernt sehe ich was. Soll ich jetzt da nochmal zurück und muss die holen oder wie sieht das aus? Wir gehen mal nochmal zurück. Wenn wir zurückkommen. Die Frage ist, komme ich hier runter? Ich kann halt mit Y nichts machen, von wegen, dass ich sie rufe. Kann ich mit Q was machen? Nein. Ja, da komme ich nicht mehr runter. Halleluja. Da ist die Leiter. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Wenn schon eine hat. Ich dachte, die sei auf der anderen Seite gewesen. Magma? Also, Magma? So. Mal gucken, was er meint, wenn wir wieder da sind. Ach, hier fehlen im Prinzip noch die Viecher. Die müssen hier auch noch weg. Das heißt, ich müsste hier hinten wieder rauf. Ah, da sind noch nicht alle Ratten weg. Okay, deswegen ist sie noch nicht gekommen. Da hat sie natürlich auch recht. Ist hier irgendwo irgendwas, was ich entzünden kann? Machen mir die was hier, die kleinen, die einzelnen? Das muss ich bewegen. Wie bewege ich das mit dem Teil hier oben? Halt, raufklettern. Ach, das geht hier nicht. Wie komme ich denn hier rauf? Wo ist denn hier? Ne, der düst in die Richtung. Ich brauche eigentlich das Teil, dass ich das bewege, damit die verschwinden. Kletter mal rauf. So, das muss eigentlich... Na, einfach rauf, dankeschön. Das muss doch eigentlich relativ einfach zu machen sein. Wenn die jetzt hier nach vorne düsen... Los, komm schon! Scheiße, wir haben es fast geschafft! Jojo! Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim! Hör auf damit! Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. Ja, die haben guten Humor, die beiden. Oder alle Viere eigentlich, wenn man es genau nimmt. So, jetzt müsste sie doch die wieder zurückdrängen können. Jetzt, lass die genau. Sachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mist. Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melly der Furie! Was? Melly die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht! Geschafft! Wir haben sie zurückgedrängt! Die Burg hat uns das Leben gerettet! Ja! Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf zum Turm! Ja, ist sicherlich angenehmer im Trockenen. Kommt zum Feuer, wärmt euch auf! Es ist riesig! Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Ah, diese Stimmung mit der Geige. Ah, ich liebe es. Max Payne hatte auch immer eine. War ein anderes Spiel. Kapitel 8, unser Zuhause. Also eine Geige hatte Max Payne. Deswegen mein Vergleich.
hast schlecht geträumt. Du bist schon wach? Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Los, ja. Komm! Was ist das für ein Geräusch? Das ist Lukas. Komm mit, dann wirst du es sehen. Gut. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Hier unten! Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Okay, Moment. Erst müssen wir... Ach, wir können uns ja zu Tode looten. Das ist ja wunderbar. Da haben wir eine Werkbank. Sauber. Schnappen wir uns erstmal noch, was wir schnappen können. Und dann schauen wir nachher bei der Werkbank. Ich sollte bei Hugo bleiben. Ja, da hast du wohl recht. Dann schauen wir nachher bei der Werkbank, sobald wir hier mal alles leer gelootet haben. Ist tatsächlich riesig, das Ganze. Ist hier hinten noch was? Nein, doch. Da ist noch was, nämlich Schnur. Ja, ich weiß, wir sollten bei Hugo bleiben. Das machen wir auch. Wir suchen nur in seinem Umkreis ein bisschen rum. Hier kommt man wohl durch. Ach ja, die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Kann ich das noch? Nein. Okay. Ich würde gerne mal noch ganz kurz gucken, ob wir nicht noch irgendwas zusammenlöten können. Wenn wir hier schon so ein Tischchen haben. Einen Beutel oder hier Munitionstasche bietet Platz für bis zu 14 Geschosse einer Art. Das klingt doch gut. Amicia experimentiert mit neuen Gerbungstechniken, verbessert die Elastizität ihrer Tasche und somit auch die Kapazität. Mach mal. Das sollte mir die Sache erleichtern. Bestens. Sonst können wir nichts mehr machen, aber ich denke, wir werden hier wahrscheinlich doch nochmal das eine oder andere finden. Halt, das wollte ich gar nicht. War hier nicht hier unten noch was? Nein. Wir werden sicher noch weitere Sachen finden. Dann können wir ja wieder zu diesem Tisch zurückkehren, würde ich vorschlagen. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Das war's für heute. War sehr rätsellastig. Ich bin froh, habe ich das geschafft. Ich neige sonst eher zu schierer Verzweiflung bei solchen Rätseln. Aber das ging eigentlich relativ gut. Ist halt auch ein gutes Spiel. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.